Wenn sich an Land Endzeitstimmung ausbreitet, beginnt die Hauptsaison der Forschungstaucher. Im Herbst klart die Ostsee auf und gibt die Sicht unter Wasser frei auf versunkene Schiffe. Tausende sollen es sein. Am vergangenen Sonntag startete der Landesverband für Unterwasserarchäologie eine Expedition rund um Rügen. Die Taucher auf dem Museumskutter Seefuchs haben sich an das nasskalte Wetter gewöhnt. Das Wasser hat kaum mehr als 2 Grad Celsius. Viel wärmer ist es an Deck auch nicht. Doch der spröde Charme der Baltischen See lässt die maritimen Forscher nicht mehr los. Zu viele Wracks blieben bisher unentdeckt. Die Faszination der Ostsee. Die Wracks, die noch jungfräulich sind. Tja. Und eben Lust auf Abenteuer. Was ist das für ein Abenteuer? Spannung. Was werden wir finden? Was erwartet uns? Und natürlich auch die Faszination, dass ein untergegangenes Schiff ja auch wie so eine Zeitkapsel ist. Die erste Zeitreise führt die Unterwasserarchäologen zum kleinen Kreuzer Wacht, einem Kriegsschiff der kaiserlichen Marine. Gesunken war es 1901 vor Kap Arkona. Vergangene Woche gelangen erstmals Aufnahmen in 43 Meter Tiefe. Die salzarme Ostsee hat das 85 Meter lange Wrack gut konserviert. Und so sind große Teile der Decksaufbauten noch erhalten. Das Ende der Wacht war wohl einzigartig in der Geschichte der Marine. Sie wurde von einem Linienschiff aus dem eigenen Geschwader beim Herbstmanöver gerammt. Natürlich unabsichtlich. Der Wacht war zum Verhängnis geworden, dass sie wegen ihrer schweren Bewaffnung schlecht zu steuern war. Die Havarie auf hoher See hat der ehemalige Medienmanager Peter Tamm untersucht. In seinem Institut für Schifffahrtsgeschichte an der Hamburger Elbchaussee stellt er mit Miniaturmodellen das Manöver nach. Als sie sich trafen, dann 1901, am 4. September, nördlich von Kap Arkona, machten die befehlsgemäß den Durchbruch und dabei erwischte hier das Linienschiff Sachsen die Wacht genau mittschiffs. Und das können Sie hier sehen, wie es dann anschließend aussah auf diesem Bild. Hier liegt er mit schwerer Schlagseite im Vorschiff bereits unter Wasser. Und hier sieht man in den Rettungsbooten die ganze Besatzung, wie sie das Schiff verlässt. Weil es nicht gelang, das peinliche Unterwasserhindernis zu heben, sprengte man 4 Wochen nach dem Unfall lediglich den Aufbau weg. Die Überreste machen das Tauchen am Wrack lebensgefährlich. Zudem dürfen sich die Forscher immer nur etwa 7 Minuten in dieser Tiefe aufhalten. So wird jedes Fundstück zum Schatz. Das ist ein Relingstützen, noch sehr gut erhalten, da aus Bronze ist. Also auf diesem Schiff befinden sich doch auch sehr, sehr viele Buntmetalle, die dann eben dem Schiff auch doch ein recht eindrucksvolles Aussehen gegeben haben. Allerdings sind das natürlich auch Sachen, die für Antiquitätenjäger und Souvenirhändler doch von großem Interesse sind, dass sie eben auch bestrebt sind, dieses Boot schützen zu lassen. Für die auch in der Ostsee berüchtigten Raubtaucher liegt das Wrack zu tief. Konkurrenz bekamen die Unterwasserarchäologen vergangene Woche dennoch. Die Bundesmarine rückte mit dem Minentauchboot Mühlhausen aus Eckernförde an. Zu Übungszwecken sollte der historische Ort untersucht werden. Doch das ist auch für die durchtrainierten Kampftaucher gefährlich. In den Fischereinetzen, die überall an dieser Stelle der Ostsee ausgelegt wurden, kann sich jeder schnell verhaken. Doch aus dem Unfall von 1901 kann man lernen. Militärischer Anschauungsunterricht unter Wasser. Das ist ungefähr so wie ein Zeitcontainer. Da ist von einer Zeitepoche das ganze Know-how in diesem Wrack vereint. Das, was es zu damaligen Zeitpunkt gab. Die Technologie, die Verarbeitung und so weiter. Und das sich anzugucken, ist wesentlich besser, als wenn man im Museum geht oder was weiß ich. Die Soldaten haben es mit den Trips zum Wrack einfacher als die Unterwasserarchäologen. Die Mühlhausen ist mit modernen Tauchgeräten und einer Druckkammer ausgestattet. Das ermöglicht einen längeren Studienaufenthalt. Und die Taucherkrankheit kann im Notfall schnell behandelt werden. Was ist das für ein Gerät? Das ist ein Mischgasgerät. Hier ist Sauerstoff und Stickstoff drin. Und das wird dann je nach Tiefe in verschiedenen Verhältnissen gemischt. Und da kann der Taucher sozusagen länger unten bleiben. Ich habe hier eine Druckkammer.
Eine Taucherdruckerwand, die ist zur Behandlung, wenn die Taucher entweder zu lange im Wasser blieben oder zu schnell auftauchen mussten, müssen hier wieder künstlich Unterdruck gesetzt werden. Wird halt, kann man rein, kann man simuliert bis zu 50 Meter abtauchen und so dann die gelösten Stickstoffbläschen im Taucher komprimieren, verkleinern, damit die Auswirkungen nachher nicht zu groß werden. Mangels solcher Technik zieht es die Forscher auf dem Seefuchs in seichtere Gewässer. Hier im Greifswalder Bodden wurden 1715 insgesamt 20 Schiffe innerhalb weniger Stunden versenkt. Rügen gehörte damals zu Schweden und wurde von Dänemark angegriffen. Da waren alle Mittel gegen den anrückenden Feind recht. Auf nur 3 bis 5 Meter Wassertiefe wurden die Schiffe mit einem Abstand von 30 Metern mit schweren Steinen versenkt. Als Sperre, für die dänische Kriegsflotte unter Segeln unpassierbar. Das ist eine historische Karte von 1715 und die war für uns recht wichtig, weil man hier in dem Bereich erkennen kann, dass mehrere Schiffsmasten aus dem Wasser ragen. Und wir konnten dann recherchieren, dass hier eine Schiffssperre angelegt wurde von den Schweden, die damit verhindern wollten, dass eine dänische Flotte in die Gewässer hier eindringen kann. Im Kriegsfall waren die Schweden nicht zimperlich. Alle verfügbaren Schiffe der Umgebung wurden innerhalb weniger Tage zusammengebracht. Die Besitzer wurden nicht lange nach Einverständniserklärungen gefragt. Ja, das waren die einheimischen Schiffe und diese Fahrzeuge wurden dann wirklich requiriert, also dass sie denen weggenommen wurden. Ja, und für die Leute war das natürlich eine Katastrophe. Also so ein Schiff bedeutete ja wirklich die Einnahmequelle für so einen Schiffer. Für uns ist natürlich ein großes Glück, weil wir dort mit dieser Sperre eine breite Kollektion einfach an Fahrzeugen haben, die eben im 17., 18. Jahrhundert hier verwendet wurden. Die Untersuchungen im Greifswalder Bodden können Jahre dauern. Im Dezember wollen die Unterwasserarchäologen wieder eine Expedition organisieren. Nur Eisschollen auf der Ostsee könnten sie davon abhalten.